Ich würde dein Angebot gern annehmen. Gut. Aber du hast leider jemand umgebracht. Oder nicht? Woher weißt du? War nicht gerade subtil. Das war ein Unfall. Tragisch. Das ist nicht. Bizarre irgendwie. Coole Geschichte, Bro, aber ich glaube, du hattest einen Plan, wie du mit dem Koffer abhaust. Nein, nein. Wolltest uns eine Leiche anhängen? Hast gehofft, der weiße Tod wäre damit beschäftigt, uns die Arme statt die Finger abzuhacken. Ist wie Thomas die kleine Lok immer sagt. Einfach ist besser. Die Kinderserie? Ja, die scheiß Kind, Mann. Von Thomas habe ich alles über Menschen gelernt. Alles. Wirklich? Warum kann ich Leute wie dich so gut einschätzen und du bist ein Diesel? Ich bin kein Diesel. Du bist der dieseligste Diesel aller scheiß Diesel, den ich im Leben je gesehen habe, Mann. Weil Diesel bluffen, die gehen zu weit. Ich versuche gerade, alle Diesel aus meinem Leben loszuwerden. Wenn unter dem Tisch eine Pistole wäre, ja, wäre ich so tot wie der Junge da drüben. Den Sohn zu töten mit dem Lösegeld, das für ihn bestimmt ist? Wow, das ist finster. Das ist doch finster. Hör auf! Die Wespe sticht, Bitch! Lady, ich gebe dir den Koffer. Oh, aber du hast mein Gesicht gesehen, Bitch. Sekunden, bis das Gift Wirkung zeigt. Oh, Scheiße, Mann. Hast du nicht noch ein Backup? Was glaubst du, Bitch? Scheiße, Mann. Du hast nicht noch eine Dosis? Du musst dich besser vorbereiten. Ich klugscheiße schon wieder. Tut mir leid. Kann ich dir irgendwas holen? Wahnsinnig religiös kommst du mir nicht vor. Wasser? Möchtest du etwas Wasser? Nein? Möchtest du eine Decke? Möchtest du, dass ich deine Hand halte? Karma ist eine Bitch. Du hast auf mich eingestochen. Ja! Du hast mein Leben ruiniert. Ich kenne dich überhaupt nicht. Ich bin hier, um mich zu rächen.
Der Killer, der El Saguaro getötet hat, hat meine Frau getötet. Pero parece que hoy matas dos pájaros de un tiro. Können wir kurz eine Auszeit nehmen? Das ausdiskutieren? Ich werde nie aufhören, dich zu verfolgen. Was? Renn so weit weg, wie du kannst. Ich finde dich. Wieso? Ich ruiniere dein Leben, wie du meins ruiniert hast. Alter, ich kenne dich nicht mal. Nicht nötig. Sie ist kurz. Wirklich, alles gut. Und sie geht auch schnell. Nein, nein. Die Geschichte wird Ihnen gefallen, denke ich. Na, lass mal. Ich fange an. Vor langer Zeit habe ich mir selbst ein Versprechen gegeben, dass ich für meine Familie sorgen würde, koste es, was es wolle. Ich war in der Minegishi-Verbrecherfamilie zu einer sehr begehrten Position aufgestiegen. Ein Mann aus dem Norden wollte mir meinen Platz streitig machen. Ich bat Minegishi, diesen Mann nicht zu vertrauen. Minegishi sagte mir, ich hätte meinen Ehrgeiz verloren. Er irrte sich nicht, aber ich auch nicht. Tod anzugreifen, ohne zu gefährden, was mir noch geblieben war. Doch er blieb für immer unerreichbar. Ich bezweifelte, dass das Schicksal mir vergönnt sein würde, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wissen Sie, wie man einen Marienkäfer in Japan nennt? Tentomisch. Als Junge erzählte man mir, dass er auf seinem Rücken Punkte hat. Für jede der 7 Sorgen der Welt. Verstehen Sie? Denn Tomoshi bringt kein Glück. Er hält das ganze Unglück fest, damit andere in Frieden leben können. Ich will die 7 Sorgen nicht festhalten. Alles, was Ihnen jemals passiert ist, hat Sie hierher geführt. Das Schicksal. Das ist ja ein Scheißdeal. Am Bahnhof von Kyoto wird der Weiße Tod in diesen Zug einsteigen. Und ich darf endlich für Gerechtigkeit sorgen. Mein Sohn sitzt ein paar Wagen weiter auf, wenn Sie ihn aus dem Zug begleiten könnten. Ja, ich glaube nicht, dass der Weiße Tod irgendjemand aussteigen lässt. Lassen Sie den Weißen Tod meine Sorge sein. Okay. Thank you.
Thank you.